damit kann ich leben, muss ich sagen. So. Das wäre natürlich eine Gruppenquest hier gewesen. Die wir natürlich jetzt erstmal doch außen vor lassen. Na, jetzt kommen hier die Treppe nicht hoch. Weil aus dem Grunde ist doch irgendwie jetzt erstmal ein bisschen schwierig. So, Hark alleine da lang zu laufen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das war jetzt nicht geplant. Ich werde jetzt erstmal hier... Ich muss mich erstmal den Weg hier rausfinden. So. Und dann werden wir uns erstmal wieder auf den Weg zur Hauptquest machen. So, kommen wir hier raus. Mann, hier bleibt doch an jeden Scheiß hängen, muss ich sagen. So. Und da sind wir draußen. Den natürlich nehmen wir hier noch mit. Na, leiden sollt ihr und nicht anders. So, da haben wir ihn jetzt erstmal niedergestreckt. Da unten ist noch eine Wegmarke, die nehmen wir natürlich auch mit. Wie soll es auch anders sein? Und dann werden wir mal hier den schönen Sonnenaufgang oder die schönen Sonne entgegenschwimmen. Vorher werde ich aber nochmal auf die schlaue Karte schauen. Das war jetzt im Prinzip hier die Lochmöweninsel, die wir so ein klein wenig erkunden konnten. Und jetzt können wir eigentlich hier lang schwimmen. Und da ist dann eigentlich auch schon unser Turm gefallen, ne? So, dann werden wir auch mal einfach hier rüber schwimmen. Zack. Und rein ins kühle Nass. Und da werden wir uns mal hier ein bisschen sportlich betätigen. Was? Hier ist ein Event in der Nähe? Alter, das auch noch. Wir zwingen die Angreifer der Aufstandenen und beschütze die Quaggernwachen. Quaggern. Dann schwimmen wir runter. Gucken uns das Ganze mal von unten an. Aha, da sind Haie. Nee, das ist ein Delfin. Ist ja cool. Delfine haben sie auch mit eingebaut. Das ist ja mal nice. Level 52, Zitteraal. Ach hier, das sind die Quaggernwachen. Hallo Quaggern. Waffenkiste. Da unten ist eine Waffenkiste. Gehört das zu dem... müssen wir die da bekämpfen oder töten? Ich weiß es nicht. Ich schieße einfach mal drauf ein. Mal gucken, was passiert. So. Na los. Orianischer Fisch. Ah, okay, das gehört wohl... Ah, okay, das gehört zu der Quest. Spuckt er denn da für eine Brühe aus? Was habe ich denn hier Schönes in der Hand? Eine Axt oder was ist das? Das ist ja mal geil. Hier ist noch eine Waffenkiste, aber... Zack, weg damit. Waffenkiste. Zack. Ah, jetzt habe ich eine Kiste. Aha. Das gehört zu der Waffenkiste also. Mhm. Guck mal eine an. So, mal sehen, wo hier noch mehr Waffenkisten sind. Ich denke mir, dann könnten wir das eigentlich... Oder? Was sagt ihr? Ah, da sind noch, da ist noch ein organischer Fischer, den wir erledigen können. So. Und daneben ist auch gleich eine Waffenkiste. Ach, ich muss dich dran. So. Ach, das ist ein bisschen lästig.
Auferstandener Leibeigene. Natürlich, wie soll es auch so anders sein? Okay, er greift jetzt mal den anderen an. Wir müssen einen kleinen Abstand erstmal anhalten. Vergiftet. Was? Wieso bin ich vergiftet? Ach so, alles klar. So. Dynamit. So, dann werden wir mal einsammeln. Ist da wieder fallen lassen? Ein Sektlein. Ja, die werden wir auch gleich attackieren, bevor der uns angreift. Mir recht. Man weiß ja immer nie. Obwohl, da war ja eigentlich gar nicht so aggro auf uns. Aber naja. So, dann wollen wir mal schnell die Kiste hier zerstören. Jetzt sammeln wir auch noch einen. Voller Giftbeutel. Oha. So. Haben wir hier noch irgendwo was? Ist da hinten wieder eine Kiste? Jo, da ist wieder eine Kiste. Dann schwimmen wir da mal hin. Ich finde irgendwie, man hätte vielleicht noch ein paar Skills oder Skins einsetzen können hier. Dass man unter Wasser vielleicht ein bisschen schneller schwimmen kann. Wäre doch vielleicht auch eine nette Idee. Oder was meint ihr? Schreibt mir noch mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, unter Wasser Skills zu bekommen. Halt schnelle Bewegung, Geschwindigkeit oder schnell schwimmen oder sowas. Wäre doch mal eine nette Sache. Für dich. Okay. Na los, schlag mich. Die prügeln aber ganz schön auf mich ein. So. Zustand von und Bomben aktivieren. Und da war es das auch schon wieder mit denen. Und wir haben die Quest natürlich hier erledigt und können jetzt eigentlich aufsteigen. Aber ich weiß jetzt nicht, Quaggernwachen am Leben, 15. Müssen wir die töten? Ich weiß das nicht. Ach, jetzt habe ich aus Versehen den Rochen angegriffen. Das wollte ich ja nun mal gar nicht. Also die Quaggern brauchen wir nicht angreifen oder können wir nicht angreifen. Sagen wir es mal so. Na los. Fall um. Muss man unbedingt mal irgendwie mal eine neue Unterwasserwaffe kaufen. So, wir haben jetzt erstmal hier Postdoc gekriegt von unserem gelehrten Scharfstreich. Dickköpfige kleine Fettklöße. Anscheinend sind die Quagger nicht dazu zu bewegen, wegzuziehen. Also werden wir um das Leben jedes einzelnen der kleinen Speckklöpse kämpfen. Danke für eure Hilfe. Und falls ihr mal wieder vorbeischaut und uns helfen wollt, diesen Ort zu verteidigen, nur zu. Gelehrter Scharfstreich Abtei Dumant. Ja, so, da werden wir dann mal die Belohnung hier einsammeln. Und dann geht's auch schon weiter. Ich weiß gar nicht hier. Die Kisten haben wir jetzt erledigt. Ich weiß gar nicht, was hier die Quaggern eigentlich hier machen müssen. Kann man hier mit ihnen einsprechen vielleicht? Hä? Bleib doch mal stehen, Quaggern. Hallo. Geht gut? Ja, geht gut. Ich finde die Dinger ja so geil.
die Quaggan. Das wäre auch mal eine geile Armee irgendwie, nur aus Quaggan. Bleibt es alles gut. Ah, ist das nice. Okay, ich ziehe einfach jetzt mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, was diese zusätzliche Quest jetzt hier noch auf sich hat. Vielleicht muss man hier aber auch einfach was einsammeln und denen dann irgendwie geben. Aber nichtsdestotrotz ist das hier jetzt erstmal nicht unser Hauptziel. Und wir werden einfach mal hier weiterschwimmen. Dass wir ja nun jetzt erstmal die eine Hetzenquest nebenbei gemacht hat, das hat sich gerade so schön angeboten. Und naja, muss man ja auch ab und zu mal, ne? Um ein bisschen Erfahrung zu bekommen. So, wer ist er denn hier? Auferstandener Kraid Nimros. Okay. Kraid Nimros. Stärke geht zur Neige. Alter, was hat denn der jetzt gerade gemacht? Mich zu sich rangezogen. Kleiner Penne. Können wir den beleben? Nee, den können wir nicht beleben. Muss ich erstmal hier gucken. Ach, das würde natürlich hier reinführen, wo wir natürlich aber erstmal nicht hinwollen, weil wir wollen ja weiter runter schwimmen. So, also heißt es wieder ab ins tiefe Nass und weiter geschwommen. Ich guck mal noch auf die Karte. Da ist noch eine Wegmarke. Ich denke mal, da werden wir noch einen kleinen Abstecher machen und uns die mitnehmen. Falls wir nämlich drauf gehen, dann haben wir nämlich nicht so einen weiten Weg vor uns. So. Die Wut ist mein. Blauer Moha. Ach, hier streift auch eine Asura durch die Gegend. Ist hier ein Lager? Hier ist ein kleines Lager, ne? Oder was sehe ich das? Ja, ein kleines Zeltchen mit Asura und eine Sevari. Oh, die hat die Frisur wie bei Shai. Nice. So, ich werde mal hier weiter marschieren. Und ab ins kühle Nass. Zack, zack, zack. Für uns ist ein Fähigkeitspunkt sich gerade und ein... Und ein, ach du heilige Scheiße. Was geht hier ab? Ist auch irgendwo eine Wegmarke. Ist sie hier unten? Ich guck mal. Hä? Hallo Wegmarke. Hallo Wegmarke. Hallo Wegmarke. Hä? Na, wo ist sie denn? Na, wo ist die Wegmarke? Alter, wo schwimme ich denn jetzt hier hin? Ach, da ist die Wegmarke. Guck an. Cool.